und willkommen auf eine Runde auf einen Kaffee mit mir. Also ich lese hier gerade einen Artikel über Greta Thunberg in der Süddeutschen Zeitung, geschrieben von Thorsten Denkler vor einigen Tagen. Und also sogar jemand, der so ein bisschen hinter dem Mond lebt wie ich, kommt natürlich an dieser Greta-Polarität nicht vorbei, die gegenwärtig so in Deutschland stattfindet, vor allem in den sozialen Medien. Und das treibt ja schon ziemlich wahnwitzige Blüten teilweise. Hier geht es ja darum, dass Greta bei einer Großdemonstration in New York, die übrigens für 5000 Teilnehmer angemeldet war, und am Ende kamen eine Viertelmillion Menschen zusammen, und die junge Dame hielt dort auch eine Rede. Ich habe mir hier irgendwo einen Satz daraus markiert. "Wir sind heute nicht in der Schule", sagte sie. "Warum sollten wir auch für eine Zukunft lernen, die uns gerade gestohlen wird?" Also, amüsant finde ich ja daran, dass ja die ganzen Schwachköpfe hierzulande sich ja erstmal so selbstbefriedigend tagelang daran abgearbeitet haben, dass die Dame da irgendwie in New York von einem Segelschiff auf den Pier gestiegen ist und dass sozusagen von Anfang an in Amerika ein massives Desinteresse an ihr bestanden hat. Und das ist so, was hier ja ständig kolportiert wurde. So, ja, auf Greta hat nur, irgendwie ist dort nur 120 Leuten begegnet und USA nimmt keinen Anteil an diesem ganzen Unsinn, bla bla bla. Das ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie man sich hier in Deutschland in letzter Zeit mit absolut bizarren, weltfremden Lügen trunken macht. Und das funktioniert auch. Also da ist eine Art von Weltferne und Realitätsferne, die ist ziemlich bahnbrechend. Die Dame hat ja in 2 Wochen erstens eine Rede gehalten vor 250.000 Leuten. Also das ist ja deutlich mehr als die meisten Queen Open Air Konzerte in den 80er Jahren. Sie hat mit Naomi Klein einen Podcast gehalten. Sie hat vorgestern vor den Vereinten Nationen gesprochen. De facto hat sie in 2 Wochen mehr geleistet als das übliche, durchschnittliche Arschloch über 40 hier in Deutschland in seinem gesamten Leben getan hat. Das ist das, was passiert ist. Und ich fand es ja eben faszinierend, wie die sich halt erstmal tagelang abgearbeitet haben auf der Idee, ja, die wird jetzt hoffentlich langsam verschwinden, weil die Amerikaner, die lassen sich ja sowas nicht gefallen. Das sind ja patente Leute, die gerne mal einen Hummer fahren oder mal ein SUV, und die lassen sich diesen Blödsinn nicht erzählen. Ja, das ist natürlich nicht wahr. Hier ist noch ein interessanter Abschnitt in dem Artikel. "Kaum 15 Minuten steht sie auf der Bühne. Zweimal muss sie unterbrechen, weil vor ihr in der Menge Menschen ohnmächtig geworden sind. Manche haben hier Stunden in praller Sonne ausgeharrt, um Greta Thunberg zu sehen. Sie wartet, bis die Leute versorgt sind, aber stellt sich dafür ganz an den Rand der Bühne, dort, wo sie niemand mehr sehen kann, wo sie keine weiteren I love you-Rufe provoziert. Greta Thunberg, so scheint es, will nicht von jedem geliebt werden, sie will etwas verändern. Darum ist sie 2 Wochen über den Atlantik gesegelt. Darum nimmt sie diese Strapazen auf sich. Am Montag soll sie auf dem Klimagipfel der Vereinten Nationen sprechen. Ob die Welt auf sie hört, wird sich zeigen." Nun ist es jetzt wiederum so, dass die heimischen Dumpfbacken bei uns natürlich jetzt sofort die sozialen Medien fluten und versuchen natürlich klarzumachen, dass erstens die Dame ferngelenkt ist, dass sie wie eine Puppe auf Fäden ist und ihre Eltern wollen ja nur mit ihrem Buch Geld verdienen und überhaupt, was soll das mit diesem Persönlichkeitskult? Ja, also das Geschmäckle eines Persönlichkeitskultes hat es auch, aber hier ist ja das Problem. Diese ganzen Sachen sind nicht neu. Wenn man ein unsichtbares und gänzlich unwichtiges kleines Licht wie mich nimmt, ich rede ja diese Sachen seit ungefähr 25 Jahren. Ich benutze seit mindestens 5 Jahren so eine scheiß Drecks-Müllplattform wie Facebook ausschließlich dafür,
um dort unentwegt darauf aufmerksam zu machen, dass wir zu viel Fleisch fressen, dass wir abhängige Petroleum-Junkies sind und dass wir de facto zunehmend mehr wie zweibeiniger Abfall daherkommen. Das ist das, was wir sind. Wir sind einfach Abfall. Und das hat noch nie wirklich jemanden interessiert. Es hat noch nie wirklich jemanden interessiert. Und es ist okay. Das ist einfach scheinbar mein Lebensentwurf. Fakt aber ist, dass ich hier zum Beispiel ein Buch vor mir habe mit dem Titel Dreckiges Öl von Fritz Sitte. Das Buch beginnt mit diesen Worten. Wir alle in den Industrieländern, die wir uns so überheblich und selbstgefällig als Zivilisierte bezeichnen, sind rettungslos ölsüchtig geworden, abhängig in unserer ganzen Existenz von dieser dreckigen, schmierigen Flüssigkeit, die aus abertausenden Löchern unserer Erde quillt. Vom Feuerzeug bis zum Traktor, von der Schwerindustrie bis zum Moped, von der Wohnungsheizung, dem Asphalt und der Luxuslimousine bis zu allen anderen Maschinen und der ganzen Petrochemie unseres Plastikzeitalters. Wir brauchen das Öl, wir können nicht mehr darauf verzichten. Hätten wir es aus irgendwelchen Gründen nicht mehr, würden all unsere Maschinen stillstehen und haben wir so wenig davon, gerät unsere gesamte Weltwirtschaft sowie unser Weltwährungssystem in eine Krise. Das ist ein Buch von 1977. Ja? Das heißt also ein Buch, das heutzutage letztendlich bald schon ein halbes Jahrhundert alt ist. Ich bin ziemlich sicher, dass der Verfasser sich jahrelang und jahrzehntelang anhören musste, dass er einfach ein baumküssender Spinner ist, der einfach nicht versteht, was die relevanten Aspekte einer modernen Zivilisation sind. Nehmen wir mal was anderes. Das berühmte Buch Die neuen Grenzen des Wachstums von Donella und Dennis Meadows, erschienen 1993, wenn ich mich richtig erinnere. Da steht schon alles drin. Das ist schon alles drin. Über den Verlust von Süßwasser, den wir erfahren werden, über Emissionsbekämpfungen, Erosionsschutz, Zunahme von Chlor, Abnahme von Ozon, ist ja übrigens auch irgendwie die einzige Sache, die wir in den Griff gekriegt haben, nicht wahr? Denn da war der Schritt zu einer massiven Verbesserung unserer Situation so klein, so winzig, so lächerlich, dass sogar wir, die zweibeinigen Idioten, uns vermutlich vor uns selber geschämt haben, es nicht zu tun. Ist alles schon in diesem Buch hier drin. Gleichgewicht mit besserer Ernährung und höherem Industrieoutput. Fleischkonsum, Müllproblematik, Quecksilber, globaler Metallverbrauch etc. etc. Was ich damit sagen will, ist, das sind ja alles keine Neuigkeiten. Die Leute regen sich über Greta auf. Okay, euch gefällt halt irgendwie eine 16-jährige Autistin nicht. Also, das provoziert in euch das Bedürfnis, sozusagen gehässigte Postings von sich zu geben und irgendwie sich ständig an einer Minderjährigen abzuarbeiten. Okay, ich meine, Männlichkeit geht scheinbar auf verschiedene Wege. Aber das stellt dann natürlich die Frage, angesichts all dieser Literatur, was haben denn all diese Leute die letzten 30, 40 Jahre denn getan? Was haben sie denn getan? Was haben sie jemals in ihrem ganzen Leben zu diesem Thema beigetragen? Einfach nichts. Einfach nichts. In ihrer scheiß Eckkneipe gesessen, eine Kippe nach der anderen geraucht und Scheiße geredet. Und da wundert sich einer, dass ich mich eher für eine platonische Aristokratie stark mache, als diese dahinsiechende Pöbeldemokratie, die uns ständig umgibt. Ja, soviel zum Thema Greta. Ich habe überhaupt kein Problem mit Greta, aber ich habe ein Problem damit, dass man jetzt so tut, als wäre irgendwie das Rad neu erfunden worden. Das sind alles bekannte Sachen. Und dass man jetzt einen Punkt in unserer Zivilisation erreicht haben, wo wir Teenager brauchen, damit sie irgendwie auf diese Dinge aufmerksam machen. Das ist nur ein gutes Beispiel für diese massive Behäbigkeit, die sich da eingeschlichen hat. Ja, weil einfach so mit bisschen rumklicken und ab und zu mal die Grünen wählen oder die Grünen hassen, was ja letztendlich wahrscheinlich zwei Seiten derselben Münze sind, das wird weder diese Zivilisation retten, noch diese Umwelt. Die Leute haben noch nicht wirklich an sich herangelassen, wie groß die Veränderung sein müsste, damit das funktioniert. Zieh dir das mal rein, Alter. Da hilft kein Klimaabkommen mit ein paar Prozenten. Das ist nur das schmierige Gelaber von Leuten, die in dem Augenblick
wenn die Scheiße am Dampfen ist, irgendwo hinter ihren Gated Communities verschwinden werden, geschützt von einer Privatarmee. Das hat mit dir überhaupt nichts zu tun. Und ja, du kannst gerne dir Steven Pinker reinziehen und dich da richtig damit volltanken und das Gefühl haben, ja, das wird ja alles besser, weil so viele große Köpfe sind ja am Werk und so, das kann ja nur besser werden. Das ist einfach eine Illusion. Das ist deswegen eine Illusion, weil ein unmittelbares Gefühl von Wohlstand und Prosperität absolut keine Aussage darüber fällt, wie das Gesamtsystem eigentlich beschaffen ist und wie sehr das Gesamtsystem unter genau dieser Prosperität eigentlich leidet. Aber was rede ich? Die Leute haben vor 20 Jahren nicht auf mich gehört, also werden sie es auch jetzt nicht tun. Die Leute brauchen scheinbar eine etwas seltsame Ikone, damit sich etwas in Bewegung setzt. Denn ich bin von den Fortschritten, die wir angeblich so ständig machen, als Gesellschaft nicht so beeindruckt. Und nur um auf so typische Internet-Memes anzuspielen, die ja gegenwärtig durch die sozialen Medien geistern, da heißt es dann immer so, was wirft uns da diese junge Generation vor? Wir haben den Katalysator eingeführt, wir haben die Richtwerte eingeführt, wir haben dieses und jenes geleistet und jetzt quatschen da diese jungen Leute, die sollen doch lieber mal in die Schule gehen und was lernen. Das ist ja genau das Problem. Die Schwätzer, die Dumpfbacken, die Arschlöcher, die haben nicht den Katalysator eingeführt, die haben ihn weder erfunden noch eingeführt. Das sind ja Individuen gewesen und einzelne Leute, die sich zusammengetan haben, die dafür demonstriert haben, die dafür gekämpft haben, die Petition unterschrieben haben, die sich ihr Leben lang anhören mussten, dass sie dumme Baumküsser sind, die einfach nichts kapieren. Dafür nimmt dann natürlich irgend so ein behäbiges Facebook-Arschloch natürlich die Credits, nur weil er zu einem Jahrgang gehört, das diese Veränderungen in einem bestimmten Alter miterlebt hat. Na, das ist keine Leistung. Das kann man sich nicht auf die Fahnen schreiben. Das ist einfach nur wieder blödes Geschwätz. Und deswegen, ich würde nicht sagen, dass ich ein Greta-Fan bin, weil ich ungern der Fan von irgendwas bin, aber ich finde, Greta ist aus einem ganz bestimmten Grund einfach nur super. Sie bringt Arschlöcher auf die Palme und das ist unbezahlbar. Das sehe ich gerne jeden Morgen. Jeden Morgen rufe ich dieses blöde Internet auf und gucke mir an, wie die Arschlöcher auf der Palme sind. Wegen einer 16-jährigen Schwedin. Großartig, großartig. Würde ich selber nie so hinkriegen, scheinbar. Gigantisch. Aber kommen wir jetzt mal zum anderen Thema, weil eigentlich hatte ich mich vorhin hingesetzt und habe zwei andere Artikel gelesen und die bringen die Leute ja noch mehr auf die Palme. Denn es geht um das deutsche Lieblingsthema, es geht um Migration. Und da gibt es ja bei der Zeit, ist ja vor geraumer Zeit, nettes Wortspiel, wann war denn das? Das ist ein Artikel von 2016. Und das ist ein Artikel, der ziemlich großartig ist und von einem Hafsat Abiola stammt. Und 2016 war ja die heiße Zeit, weil da ging es ja hoch her mit den ganzen Migrationswellen. Und ich lese da einfach mal ein paar Zeilen vor. Politiker versprechen, die Fluchtursachen in den armen Ländern zu bekämpfen. Gleichzeitig versucht die EU in Afrika ein verheerendes Freihandelsabkommen durchzusetzen. Eigentlich hat Angela Merkel recht. Die Flüchtlinge, die in Europa ankommen, sind nicht so zahlreich, als dass dieser reiche Kontinent nicht würdevoll mit ihnen umgehen könnte. Doch die EU stellt derzeit jeden Tag ihre Unfähigkeit unter Beweis, die Situation angemessen zu bewältigen. Das ist ja 3 Jahre später nicht viel besser geworden. Die Armutsmigration treibt die europäischen Länder auseinander, sie untergräbt das Recht auf Bewegungsfreiheit und gefährdet das gesamte europäische Projekt. Auch wenn die Flüchtlinge aus kriegsgeplagten Ländern wie Syrien und Afghanistan derzeit die Schlagzeilen bestimmen, kommen die meisten Migranten nach wie vor aus Westafrika. Und ich möchte mich an dieser Stelle tatsächlich nur mit Westafrika beschäftigen. Das hat alles nichts damit zu tun, ob man als Gemeinwesen nun für sich selber beschließt, dass man Migranten haben möchte oder nicht. Das ist eine Debatte auf einem anderen Blatt Papier. Und ist eine wichtige Debatte, aber ich versuche das hier ein bisschen zu kompartmentalisieren. Inmitten dessen, wie sehr Länder und Kulturen inzwischen, insbesondere wirtschaftlich miteinander verwoben sind, kann man
nicht einfach wie die typische Dumpfbacke auf der Straße sagen, das geht uns nichts an, wir wollen die hier nicht haben, die mögen unsere Kultur nicht, wir mögen ihre Kultur nicht, Schluss. Ja, so einfach ist das nicht. Denn denken wir mal die Migration beiseite, besitzen wir einfach unzählige Verflechtungen mit diesen Ländern und diese Verflechtungen haben bestimmte Eigenschaften und diese Verflechtungen haben bestimmte Effekte und Dynamiken und die Migration ist nicht selten eine direkte Konsequenz davon. Was ja wiederum nicht bedeutet, dass man die Fluchtursachen ausschließlich immer nur uns um den Hals hängen kann, als wären wir immer an allem schuld. Wir sind an genug schuld, da besteht kein Zweifel daran, aber es wäre zu einfach, uns die gesamte Schuld um den Hals zu hängen. Nichtsdestotrotz, es ist die diplomatische und politische Aufgabe aller europäischen Länder, hier positiv zu wirken und hier Veränderungen herbeizuführen. Denn Veränderungen bedeutet, dass, naja, dass weniger Menschen sich in Bewegung setzen und irgendwohin flüchten. Das ist ja auch hoch faszinierend, wenn man sich so die rechten Dumpfbacken anschaut, die dann halt immer schreien, wir wollen die Flüchtlinge hier nicht, wir wollen die Flüchtlinge hier nicht. Dann fliegt die Kanzlerin nach Afrika, um dort sozusagen irgendwelche Programme und Prozesse anzustoßen, die dazu beitragen, dass weniger Flüchtlinge kommen. Dann wird sie dafür natürlich beschimpft. So, was treibt sie sich da in Afrika? Hat sie irgendwie nicht genug Aufgaben hier in Deutschland? Ja, warum ist die Kanzlerin schon wieder in Afrika? Man kann es ja Leuten mit einem niedrigen IQ einfach nicht recht machen. Das funktioniert nicht. Ja? Deswegen ist so jemand wie Platon der Meinung gewesen, dass diese Leute kein Wahlrecht haben dürfen und dass sie nicht an der Polis und an ihrer Gestaltung teilnehmen dürfen, weil sie einfach der Unterhaltung nicht folgen können. Und jetzt haben sie sozusagen in Form der sozialen Medien einfach dieses Megafon in die Hand gedrückt bekommen und zeigen sich jetzt von ihrer besten Seite. Das ist ein Riesenproblem. Es ist ein Riesenproblem, wenn ein Land zunehmend in so eine Art Diktatur des Pöbels herabrutscht. Und dann braucht es eben eine Partei, die weiß, wie man daraus profitiert. Und ich übertreibe auch ein bisschen, also das Ganze ist sehr hyperbolisch, aber unisono qui mal y pense, also ein Schuft, wer ein Schlechtes dabei denkt. Also, dass da nicht ein dickes Körnchen Wahrheit und Alltagsrealität drinsteckt, wird vermutlich keiner in Abrede stellen. Es ist ja nur so, dass quantitativ diese Leute beim Weiten nicht diese Menge darstellen, als wie sie manchmal in den sozialen Medien durch ihre Schreihalsigkeit erscheinen. Natürlich ist es so, dass in weiten Strecken hier in Deutschland die Leute vernünftig sind und eine gewisse Art von realpolitischer Prägung besitzen. Und somit ist das Thema, wir müssen natürlich in Afrika gestalterisch und positiv wirken, um sozusagen nicht riesigen Flüchtlingsmassen ausgesetzt zu werden. Und hierbei spielt es erstmal keine Rolle, ob die prekären Situationen dort vor Ort unsere Schuld sind oder nicht. Das spielt keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, dass die meisten Länder ohne Flüchtlingsmassen besser beraten sind. Das ist so. Ich bin dagegen, dass man isolationistisch existieren sollte. Das ist schädlich für jede Kultur und jedes Land. Aber es ist ein Unterschied zwischen einer gesunden, überschaubaren Migration und irgendwelchen Bevölkerungsmassen. Es ist ein Unterschied und Bevölkerungsmassen versetzen sozusagen das empfangende Land in massive Schwierigkeiten. Und wenn man das nicht will, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, was wollen wir dagegen tun? Und einfach nur irgendwelche Warlords in Libyen dafür schmieren, damit sie Konzentrationslager für uns betreiben, ist nicht eine Lösung, mit der wir historisch glücklich sein werden. Das ist doch hoffentlich klar. Ich lese lieber etwas mehr von diesem Artikel von Hafsat Abiola. In diesem Moment verhandelt die Europäische Union ein Wirtschaftsabkommen mit den westafrikanischen Ländern, das unter dem Namen EPA firmiert. Also das ist ja der Stand vor 3 Jahren gewesen. Und eigentlich sollte man annehmen, dass es ein gemeinsames Interesse an einer Vereinbarung gibt, die der Wirtschaft in diesen Ländern auf die Beine hilft. Schließlich ist es gerade die wirtschaftliche Aussichtslosigkeit, die die afrikanischen Migranten nach Europa treibt. Wenn sie in ihren eigenen Ländern Aussicht auf eine anständige Arbeit hätten, kämen sie gar nicht erst auf die Idee, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um nach Europa zu gelangen. Allein das Abkommen, das die EU vorschlägt, enthält nicht viel mehr als die altbekannten Konzepte.
die zu nichts führen werden, außer dem immer gleichen Teufelskreis. Es verspricht kurzfristige Profite für europäische Konzerne und Beteiligungen für eine kleine afrikanische Elite. Mit den bekannten Folgen: steigende Ungleichheit in der Region, grassierende Armut, schwelende Konflikte. Während Präsidenten und Premierminister in Brüssel vor Journalisten aus aller Welt eine Pressekonferenz nach der anderen über Europas Flüchtlingskrise abhalten, ist ein paar Straßen weiter eine nahezu unbekannte Abteilung der Europäischen Kommission damit beschäftigt, ein Freihandelsabkommen auszuhandeln, das die Probleme in dem Teil der Welt, aus dem die meisten Migranten kommen, mit einem Schlag lösen könnte. Doch die EU torpediert ihre beste Chance, dafür zu sorgen, dass die Migranten in ihren Ländern bleiben. Und weiter unten heißt es: manchmal braucht es den politischen Mut eines Landes, um aufzuzeigen, dass es einen besseren Weg gibt. Malaysia hat es in der Bankenkrise von 1997 vorgemacht. Anders als vom IWF empfohlen, hat das Land seinen Banken- und Währungssektor damals nicht liberalisiert. Ich wiederhole, hat das Land seinen Banken- und Währungssektor damals nicht liberalisiert und ist dadurch sehr viel besser aus der Krise hervorgegangen, als es ihm vorausgesagt wurde. Auch sehr viel besser als seine Nachbarländer. Malaysias unverschämte Zurückweisung der Experten aus Washington ist seitdem zu einer neuen Orthodoxie für all jene avanciert, die nach ernsthaften Reformen Ausschau halten. Es ist Irrsinn, etwas immer auf die gleiche Weise zu tun und trotzdem auf andere Ergebnisse zu hoffen. Was übrigens kein echtes Einstein-Zitat ist, auch wenn das so immer im Internet präsentiert wird. Weil das Abkommen Einstimmigkeit voraussetzt, kann es von den drei verbliebenen Ländern blockiert werden, aber es gibt keine Garantie, dass wir ein besseres Angebot zu sehen bekommen. Dafür müsste die EU bereit sein, ihre Politik zu ändern, einfach auf der Suche nach ein paar schnellen Euro nach Afrika zu fliegen und in Kauf zu nehmen, dass die eigenen Geschäfte zu Lasten des Kontinents gehen, ist passé. Mittlerweile sollte Europa es wahrlich besser wissen. Ja, schön wär's. Nur wer soll sich in Europa für eine neue Politik einsetzen? Wer soll dafür sorgen, dass europäische Firmen Fabriken in Westafrika bauen, damit die Menschen arbeiten und angemessene Löhne verdienen können, um die Produkte zu erwerben, die Europa verkaufen möchte? Afrikanische Migranten mögen zurzeit von den Titelseiten verschwunden sein, aber ihr Wunsch, anderswo bessere Möglichkeiten zu haben, besteht nach wie vor. Das ist ja auch so ein witziges Thema, nicht wahr? Weil man ja immer bei dieser Art von Flüchtlingen immer schreit: ja, aber das sind Wirtschaftsflüchtlinge. Wirtschaftsflüchtlinge sind verboten, weil die wollen es einfach nur besser haben. Das ist natürlich amüsant, weil ja der Vorwurf aus einer Gesellschaft herauskommt, die ihre sämtlichen Wertesysteme längst über Bord geworfen hat und sie mit einem einzigen Wertesystem ersetzt hat. Das ist einfach der neoliberale Materialismus. Ja, heute interessiert niemanden, was du für ein Wertesystem hast. Es interessiert nur, wie viel Cash machst du? Ja, wie viel verdienst du? Was fährst du für ein Auto? Ja, welche Tickets zu welchen Fußballspielen kannst du dir leisten? Ist dann natürlich extrem, extrem paradox, wenn man hier aus dieser Mekka des Materialismus heraus den Leuten zum Vorwurf macht, dass sie quasi in diese kapitalistische Nummer einsteigen und es besser haben möchten. Da ist es dann so: oh nein, 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 so haben wir das nicht gemeint. Entweder ihr könnt es zu Hause besser haben und wenn das nicht geht, ist es nicht unser Problem. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen bessere Wertesysteme in diese sogenannten Dritte Weltländer exportieren, wenn wir nicht möchten, dass die Leute uns ständig beim Wort nehmen. Und all diesen Zynismus beiseite gelegt. Das Thema ist ja, dass man nicht vergessen darf, dass die meisten Leute einfach nur zu Hause sein wollen. Die meisten Leute wollen nicht in fremde Länder ziehen. Also der Impetus hierzu muss schon sehr stark sein. Die Not muss sehr stark sein. Diese Idee, dass die Leute das so machen, weil es einfach, die wollen einfach etwas von unserem Geld abgreifen. Und deswegen durchqueren die halb Afrika und die Sahara und nehmen libysche Lager und gefährliche Schlauchboote in Kauf, einfach nur um hier mal irgendwo in der Fabrik zu arbeiten. Es ist quasi, dass die Leute denken echt, dass das so funktioniert. Diese Leute kommen teilweise aus Kulturen, die sie stark erfüllen. Also diese Leute haben ja noch eine richtige Kultur. Und dass sie individuell diese verlassen, fällt ihnen wahrscheinlich ziemlich schwer. Ja, das kann man hier natürlich nicht nachvollziehen, weil hier bestehen so starke Kulturparadigmen längst nicht mehr. Ja, dreimal im Jahr Ufta, Ufta, Uftata hören mit in der Lederhose, das ist nicht wirklich Kultur.
Es ist alles nur der gleiche Materialismus. Ein Materialismus übrigens, inmitten dessen die meisten Leute davon ja fantasieren, endlich wegzukommen, endlich mal auf die Insel zu kommen, endlich will ich mal auf die Seychellen. Und deswegen finde ich das ja alles super schräg, wie wir mit dem Thema umgehen. Ich dagegen habe kein Problem mit einem strengen und realistischen Diskurs darüber, in welchem Umfang und in welcher Art und Weise man sich hier als Gesellschaft mit Flüchtlingen konfrontieren möchte. Ja, und das sage ich auch als Flüchtling. Das ist ja auch so ein bisschen ein Thema, das ich wahrscheinlich mehr betonen sollte, wenn ich hier solche Videos mache. Ich bin ja einer dieser Scheißländer. Ja, nur weil ich eure Sprache so gut gelernt habe, bedeutet ja erstmal noch gar nichts. Ich habe meine Zeit in Asylheimen abgesessen und ich weiß, wie das ist, wenn man in irgendeinem Lager sitzt, wo die Hälfte der Leute irgendwie Schindluder treiben und Gauner sind und klauen und bei anderen Leuten einbrechen und schwarz arbeiten und Schlimmeres. Also das ist mir alles nicht unbekannt. Und da bin ich natürlich der Meinung, dass es nicht den geringsten Anlass gibt, dass die deutsche Gesellschaft sich irgendwie auf den Kopf scheißen lässt. Ja? Das ist eben die andere Seite der Geschichte. Das ist das andere Blatt Papier, von dem ich vorhin gesprochen habe. Darauf sind dann die Probleme. Ja, damit muss man umgehen können. Und ich finde, da wird zu wenig getan. Und da braucht es natürlich auch einen etwas stärkeren Muskel. Aber einfach nur die Bevölkerung ständig nur aufzuheizen mit blöden AfD-Sprüchen, die vollkommen weltfremd sind, die einfach nicht die sozioökonomische Realität dieser Regionen reflektieren und die Dynamiken, die da bestehen, das ist ein Riesenproblem. Und deswegen, da wird noch eine Menge Grips, aber auch Besonnenheit vonnöten sein, um da auf den grünen Zweig zu kommen. Und ich bin im Augenblick ein bisschen skeptisch, weil ich die politische Entwicklung, wie ich sie jetzt sehe, erscheint mir dann nicht sehr produktiv, eher kontraproduktiv. Am Ende des Artikels heißt es noch, seit Januar dieses Jahres sind weitere 50.000 Menschen aus Afrika nach Europa aufgebrochen. Jetzt sitzen sie in Internierungslagern und siechen dahin. 3.000 von ihnen sind auf der Flucht gestorben. Die Toten und die Lebenden sind eine Anklage an uns alle. Wenn Europa tatsächlich den massenhaften Exodus der Wirtschaftsflüchtlinge aufhalten will, wäre es jetzt Zeit, sich für eine andere Politik einzusetzen. Naja, also das ist jetzt natürlich der Stand vor 3 Jahren und Europa hat nicht auf eine andere Politik gesetzt. Europa hat davor zusammen mit unseren bedingungslosen Brüdern der USA einfach Libyen in Schutt und Asche geballert und daraus ein Failed State geschaffen. Und dieser Failed State wird jetzt gegenwärtig so als wie so eine Art Heftpflaster notdürftig dafür benutzt, um halbwegs irgendwie so einen Korken auf der ganzen Sache zu halten. Und unter dem Korken, da baut sich vermutlich Druck auf. Also das ist ganz sicher keine besonders elegante Lösung. Und ja, wir werden sehen, wohin das führt. Noch ein anderer Artikel, der stammt von Anna Reuss und erschien, ich rufe das jetzt mal hier von meinem Pocket auf, der erschien am 6. März diesen Jahres auf. Nicht auf. Ah ja, hier ist das. Der erschien also am 6. März 2019 und dreht sich um einen Spezialfall der Fluchtursachen-Thematik. Ihr kennt ja das Wort Fluchtursache. Fluchtursache ist ja das Wort, das sie nach 2015 erstmal alle gar nicht in den Mund nehmen wollten. Und dann, als sie irgendwie gewusst haben, wie sie es politisch drecksen können, hat dann plötzlich jeder von Fluchtursachen geredet, in jeder Talkshow. Aber über Fluchtursachen reden nutzt nichts. Es ist nur dann akzeptabel, wenn es sich um einen Anreiz halt handelt oder um den ersten Schritt, um irgendetwas an einer Situation zu ändern. Sonst ist es nur geschwätzt. Aber das hier ist ein interessantes Beispiel für Fluchtursachen. In diesem Artikel auch keine neue Geschichte, weil ich erinnere mich, dass ich sogar selbst schon vor langer Zeit in irgendeinem Video darüber gepalabert habe. Und das ist ein Thema, das mir eigentlich schon jahrelang am Herzen liegt und trotzdem weitgehend hierzulande ignoriert wird. Also hier mal die Talking Points am Anfang des Artikels.
Die EU fördert die nachhaltige Fischerei im Senegal mit 2,5 Millionen Euro im Jahr. Im Gegenzug bekommen europäische Industrieschiffe umfängliche Fangrechte eingeräumt. Um zu verhindern, dass die europäischen Schiffe den senegalesischen Fischern die Lebensgrundlage nehmen, bedürfte es strenger Kontrollen. Weil sie immer weniger Fische fangen, träumen viele Fischer von einem besseren Leben in Europa. Ja, nach Erkenntnissen der Vereinten Nationen sind die Meere nahezu leer gefischt. Um trotzdem den weltweiten Hunger auf Kalamari und Thunfisch zu stillen, fangen seit Jahren Crews aus der ganzen Welt vor den artenreichen Küsten Westafrikas. Um Bestände zu schützen, unterhält der Staat deshalb Abkommen auch mit der EU. Die Vereinbarung legt zum Beispiel fest, wie viel die Hightech-Schiffe aus Europa pro Jahr fangen dürfen. 2019 wird das Abkommen auslaufen und wollen neu ausgehandelt werden. Doch mittlerweile ist auch die Überfischung der hiesigen Gewässer nicht mehr zu leugnen. Die Folge spüren vor allem Männer wie Karim Sall. Das ist ja so die Person, die hier so porträtiert wird in dem Artikel. Ja, das ist natürlich alles die übliche Heftpflastersoße. Weil es einfach keinen Politiker hierzulande in Europa gibt, der imstande ist, den Leuten einfach die harte Realität zu verkaufen, nicht? Niemand kann einfach vor die Leute treten und sagen, ihr habt ja keine Ahnung, wie sehr wir uns verändern müssten, damit die Dinge halbwegs anfangen, wieder ins Lot zu rücken. Ja, deswegen brauchen wir Greta, weil niemand zuhört, niemand hört zu. Und so eine Greta kann wenigstens als Funke dafür sorgen, dass beide Seiten sich bekennen und Farbe zeigen. Ja? Das heißt also, diejenigen, die tatsächlich ein Interesse daran haben, dass jetzt wirklich was passiert, und die dummen Arschlöcher, die müssen sich natürlich auch zu Wort melden, aber sie werden dafür wenigstens sichtbar. Und wir können uns ein Urteil darüber bilden, wie viele sie eigentlich sind. Und das ist ja eine Geschichte, die läuft ja schon seit Jahrzehnten. Das läuft schon seit den 70er Jahren, als man die ersten Supertrawler nach Westafrika geschickt hat. Also wirklich monströse, riesige Fischfabriken, die hinter sich Netze ziehen, die teilweise 5, 7, 12 Kilometer lang sind. Es gab ja auch die wirklich gruselige Variante dieser bodenaufwühlenden Netzsysteme, die da so ständig hin und her gefahren wurden. Das Schiff, das fährt einfach einen Tag in eine Richtung, dreht dann um und fährt dann halt in eine andere Richtung zurück. Das ist ein ökologisches Desaster, das damit angerichtet wird. Wir reden auch davon, dass Tierarten, die quasi gar nicht auf dem Suchraster dieser Schiffe sind, da ständig in den Netzen gefangen werden. Delfine, Schildkröten, also das ist ein Fiasko. Würde der Mensch auch nur ansatzweise die 1400 Gramm Gehirnmasse benutzen, die er da unter der Schädeldecke hat, würde man so etwas nie und nimmer zulassen. Aber wir sind halt die zweibeinigen Arschlöcher und es ist scheißegal. Stör mich nicht, ich will jetzt mal mit meinen Freunden ins Restaurant gehen und einen Fisch fressen. Halt dein blödes Maul. Halt endlich dein blödes Maul. Und da ist es ja nur ein Nebeneffekt dessen, dass ja dann in Richtung Küste, also dann im Bereich der jeweiligen Hoheitsgewässer des Landes, dann plötzlich auch noch eine Bevölkerung ist. Eine Bevölkerung, die seit Jahrhunderten von genau diesem Fischfang lebt. Und eine Bevölkerung, die nie und nimmer eine solche Fangquote generieren könnte, um massiv dieses Ökosystem zu bedrohen. Das schaffen ja nur hier wir. Und dann regen wir uns natürlich auf, wenn die halt sich aufmachen, um über die Sahara zu uns zu kommen. Aber wir haben deren Lebensgrundlage in unseren Restaurants weggefressen. Wir haben das Jahrzehnte getan. Ja? Wir haben das Jahrzehnte getan und haben alles ausgeblendet. Hat mit uns nichts zu tun. Hey, ich arbeite doch den ganzen Tag. Ich bezahle das hier. Also was soll denn das? Ja, das ist das, was ich meine damit, dass wir nur noch ein materialistisches Wertesystem haben und uns dann ständig in die Tasche lügen darüber, was für dufte Leute wir sind. Wir sind nicht die Guten in dieser Geschichte. Das ist eine absolute Illusion. Wir sind nicht die Good Guys in dieser Geschichte. Weil in den EU-Gewässern, hier weiter im Artikel, längst nichts mehr zu holen ist, sollen Abkommen mit afrikanischen Staaten den Appetit der Europäer befriedigen. Fangrechte im Austausch für finanzielle und technische Unterstützung. Konkret dürfen EU-Trawler innerhalb der 200-Meilen-Grenze mehrere tausend Tonnen Fisch vor Senegals Küste fangen. Dafür bekommt der Staat rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr inklusive einer Art Nachhaltigkeitsunterstützung. Ja, das klingt schon super verdächtig, weil
Der Gedanke liegt ja erstmal nicht sehr weit weg, dass von diesen 2,5 Millionen Euro pro Jahr wahrscheinlich eine Menge in betuchte afrikanische Taschen abwandert und nicht wirklich eine Art von nachhaltige Veränderung darstellt, die in irgendeiner Form großflächiger ist. Weil ja die Lösungen, wir wollen ja keine Lösungen. Wir wollen keine Lösungen. Wir wollen uns ja nicht ändern. Wir werden wie Kletten bis zum letzten Augenblick dran festhalten. Ja? Es gibt Menschen, die sind bereit, die verbleibende Lebenszeit in gated communities hinter Stacheldraht zu verbringen, mit einem riesigen 5 Meter großen Farbfernseher, während draußen auf der Straße die Scheiße abgeht. Hauptsache, sie müssen ihren Lifestyle nicht ändern. Aber der Lifestyle ist das, was zu verteidigen ist, es gibt. Ja, und deswegen wird halt jetzt dieses Gewürstel betrieben, wo man sozusagen den Senegalesen 2,5 Millionen Euro zuschießt, so quasi als Heftpflaster, als ein Knebel, und dann erwartet, dass irgendwas davon besonders besser wird. Das Abkommen komme beiden Parteien zugute, sagen Vertreter der EU. Senegal erhalte einen finanziellen Ausgleich für den Zugang zu seinen Gewässern. Im Gegenzug dürften EU-Schiffe nur unter strengen Bedingungen fischen, teilte eine Sprecherin mit und verweist auf die finanzielle Unterstützung, die die EU etwa für nachhaltige Fischereipolitik zahlt. Die wahre Lösung ist natürlich, wir müssen aufhören, Sachen zu fressen, die uns nicht zustehen. Das ist die wahre Lösung. Wir müssen aufhören, den Anspruch zu stellen, für ein paar Kröten jederzeit in einer Blechkiste tausende Kilometer weit fliegen zu können, wann immer es uns gefällt. Das ist diese Anspruchshaltung. Und wir müssen akzeptieren, dass die meisten Autos, die heute herumfahren, einfach nicht akzeptabel sind. Und dass man nicht ständig überall sofort mit einer riesen Kiste hinfährt. Und glaubt jemand ernsthaft, dass an diesen Paradigmen irgendwie gesägt wird und gefeilt wird? Wirklich? Ja? Kennt jemand irgendeinen Politiker, der das jemand verkaufen kann? Was für eine Fantasie. An Umschlagsplätzen wie Joal muss der Fang dann deklariert werden, bevor er in Warschau und Amsterdam auf den Teller landet. Auch am Aschermittwoch zu Beginn der Fastenzeit steht Fisch bei vielen Europäern traditionell auf dem Speiseplan. Jeder EU-Bürger konsumiert im Durchschnitt jährlich 24,3 Kilogramm Fisch. Laut Experten wird von den EU-Schiffen aber ein Viertel des Fisches nicht angegeben, sondern illegal weiterverarbeitet. Bei Flotten aus dem übrigen Ausland liegt der Anteil noch höher. Ja, also das ist ja nur ein Aspekt dessen, wie Migration entsteht. Und das ist mal ein spezieller Aspekt, der ganz deutlich macht, wie wir daran schuld sind, dass Leute irgendwo tausende Kilometer von hier entfernt aufbrechen und auf uns zumarschieren. Und die Frage lautet natürlich ja, was wollen wir dagegen tun? Mehr KZs bauen entlang der nordafrikanischen Küste. Ja, mehr Warlords schmieren. Grenzzäune hochziehen, aber weiterhin Fisch in uns reinstopfen, der uns nicht zusteht. Interessante Frage. Tja, in all dem verstehe ich natürlich nicht, wo mein Denkfehler liegen soll, wenn ich mich die meiste Zeit als ein Misanthrop gebärde. So viel dazu.